Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Update zu verschiedenen Airdrops, die ich jetzt in den letzten Wochen auf meinem Kanal vorgestellt habe. Es gibt zusätzliche Tasks, die man machen kann, beziehungsweise Projekt-Updates. Ich habe hier drei in diesem Video und vielleicht, wenn man bis zum Ende dran bleibt, gibt es auch noch einen kleinen Bonus. Wir wollen reinstarten mit D-Mail. Ein Projekt, das ich hauptsächlich fürs Airdrop-Farming nutze und hier zusätzlich noch einen kostenlosen E-Mail-Account habe auf Web3-Basis, denn D-Mail ist tatsächlich die meistgenutzte SocialFi-App in den letzten 30 Tagen, wenn wir uns das hier mal in der Übersicht anschauen. Wir haben Galaxy, das wir auch meistens für unsere Airdrop-Guides benutzen, um verschiedene Quests abzuarbeiten. Wir haben hier unter anderem auch Projekte wie Frentech, die einen sehr, sehr großen Boom erlebt haben, aber auf Platz 1 mit den meisten Usern als auch den meisten Transaktionen. D-Mail, denn die Plattform wird von sehr, sehr vielen Leuten aktiv genutzt, da es wirklich eben ein kostenloser E-Mail-Account ist auf Web3-Basis, der auf der Technologie von Internetcomputer gebaut wurde. Das ist allerdings nur nebenbei. Ich möchte euch hier jetzt einfach nochmal zeigen, was die aktuellen News waren und was man jetzt vielleicht machen sollte. Sie haben jetzt vor 2 Stunden gepostet, dass da einige Spekulationen waren um den eigenen Token und den Airdrop-Plan von D-Mail. Und sie haben jetzt bestätigt, dass es einen Airdrop des Tokens geben wird. Und der Token wird im Quartal 1, also von Januar bis März, irgendwann nächstes Jahr verteilt werden für alle, die jetzt Punkte gefarmt haben. Glaube ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, dass es zu spät ist zu farmen? Nein, ich denke nicht, sonst hätten sie hier das Snapshot-Datum bzw. gesagt, dass ein Snapshot bereits stattgefunden hat. Würde ich jetzt hier mit mehreren Wallets einsteigen und starten zu farmen? Nein, ich denke auch nicht. Das Risk-Reward in dem Fall lohnt sich nicht mehr. Aber wer dennoch versuchen will, ein kleines Stückchen vom Kuchen abzubekommen, der kann hier mit einer Wallet anfangen. Und ich möchte hier ganz kurz einen Überblick geben. Das hier ist erstmal das E-Mail-Dashboard. Normalerweise schaut das Ganze folgendermaßen aus, wenn wir uns hier nochmal ausloggen. Und zwar habt ihr dann genau diese Übersicht, bei der ihr eure Wallet verbinden könnt. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit MetaMask bzw. mit einer EVM-Wallet zu machen. Ihr verbindet dann dementsprechend einfach eure Wallet, signed die Transaktion und seid dann dementsprechend auch schon eingeloggt. Habt dann, wie gesagt, diese Übersicht. Ihr könnt eure Netzwerke hier oben wechseln, indem ihr einfach auf euren Account drauf geht und von Netzwerk zu Netzwerk wechselt, auf die ihr eine Mail versenden wollt. Diese alle hier sind verfügbar und funktionieren auch einwandfrei. Ich nutze das Ganze täglich für meine Airdrop-Farming-Strategie. Wenn man allerdings noch nicht gestartet hat, dann sollte man sich erst eine Domain münden. Und zwar macht man das unter Presale. Aktuell gibt es diese Domains nicht mehr kostenlos. Das war bei meinem letzten Video noch der Fall. Aktuell, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht, weil es hinter meiner Facecam ist, kann man für einen Betrag von $5,49 in BUSD auf der Binance Smart Chain noch eine Domain minten, wenn diese 8 bis 11 Stellen hat. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise einfach mal random 909 eingeben und dann suchen, ob diese Domain noch verfügbar ist, dann seht ihr, die ist verfügbar und ich könnte mir diese jetzt kaufen für einen Gegenbetrag von 5,49. Natürlich wollt ihr das Ganze nicht auf Ethereum machen, da ihr dann nochmal die hohen Gas-Fees habt, sondern wahrscheinlich auf der Binance Smart Chain oder auf Polygon. In dem Fall klickt mir einfach mal auf BNB Chain und dann könnt ihr auswählen, ob USDT oder BUSD confirmt das. Und dann habt ihr hier eure Domain registriert. Was ihr dann machen wollt, dann geht ihr rüber zum NFT Market und dann sollte hier eure Domain in Form eines NFTs erstellt worden sein. Und dann ist hier hinten ein Button, der Bind heißt, dass ihr das quasi an euren Account bindet. Und dann seht ihr das, sobald ihr hier oben auf die Geschenkbox geht, dann könnt ihr alle Punkte, die ihr hier sammelt, in euer NFT importieren. Und diese Punkte sammelt man beispielsweise eben durch das Versenden von E-Mails auf den verschiedenen Netzwerken, dadurch, dass man das Ganze kontinuierlich macht, dadurch, dass man verschiedene Projekte abonniert. Das ist vermutlich einer der einfachsten Tasks. Also man könnte hier jetzt einfach 5 Projekte subscriben und dann sollte man hier die Punkte auch schon gut geschrieben bekommen. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann seht ihr, mir wurden gerade 25 Punkte gut geschrieben. Was man ansonsten machen kann, man kann seinen Twitter verlinken, man kann das Setting einstellen, dass man seine Nachrichten automatisch auf seine Web2-E-Mail-Adresse weitergeleitet bekommen möchte oder natürlich auch andere Leute einladen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, eines der NFTs zu halten. Allerdings sind diese gerade etwas hochpreisiger und ich kann das keinem empfehlen, da man bereits mit 5 verschickten Mails pro Tag diese 500 Punkte pro Monat bekommt, die man hier für den Kauf des NFTs bekommen würde. Und wie ihr dann letztendlich eine Mail verschickt ist, ihr geht hier oben einfach auf Compose, tragt dann die E-Mail-Adresse ein, entweder eure Web2-E-Mail-Adresse oder natürlich auch eine Web3-E-Mail-Adresse und dann natürlich Betreff und Nachricht und versendet das. Müsst die Transaktion dann einmal auf eurer Wallet bestätigen, die Transaktionsgebühren bezahlen und das war es auch schon. Also der Prozess ist im Grunde genau der gleiche wie im Web2. Das nur nochmal als Übersicht, was bei D-Mail gerade los ist. Airdrop in Q1 2024
Und ich denke, dass dieser durchaus lukrativ ist, dadurch, dass sie jetzt sehr, sehr viele Fees durch die hohen Nutzerzahlen und die vielen Transaktionen über die vergangenen Monate eingenommen haben. Zweites Projekt, zu dem ich ein Update geben möchte, ist Aleo. Das war eines der Testnet-Projekte. Es befindet sich weiterhin auf dem Testnet. Die hatten viele Probleme, beispielsweise Testnet-Token zu claimen, da das Forced immer nicht erreichbar ist und sonstiges. Was ich euch hier allerdings zeigen möchte, ist eine weitere Option für den Airdrop zu farmen. Und zwar kann man das Ganze jetzt hier in den Validatoren auf dem Testnet staken. Hier ist ein ganzer Thread. Ich werde den unter dem Video verlinken. Im Grunde ganz einfach. Ihr braucht ein paar Aleo-Tokens. Wie ihr seht, ich habe das jetzt gerade schon gemacht. Wenn wir die Transaktion hier mal schließen, dann geht ihr einfach in das Staking hier rein. Ihr gebt eine Menge ein, mindestens 10 Credits solltet ihr hinterlegen. Dann sucht ihr euch hier einen Validator aus. Das kann irgendeiner sein. Klickt den an, klickt auf Select und dann bestätigt ihr einmal die Transaktion und ist dieser Task auch schon abgeschlossen. Das einfach in eure Routine einbauen, ein, zweimal die Woche machen und dann seid ihr good to go, wenn dann letztendlich das Mainnet live geht und vielleicht schon Airdrop für das Testnet ausgeschüttet wird. Drittes Update, das ich geben wollte, ist zu Wormhole, dem Äquivalent im Grunde zu Layer Zero, einem Omnichain-Bridging-Protokoll, das allerdings viel, viel weniger Aufmerksamkeit als Layer Zero genießt und dementsprechend vermutlich auch der Airdrop für alle aktiven Nutzer viel ansprechender sein wird. Und zwar gibt es hier eine Möglichkeit, zwei bzw. drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und zwar farme ich hauptsächlich den Wormhole Airdrop über die Bridge, die in Marginfy integriert ist, von Mainswap. Und zwar Marginfy ist eine Lending- und Borrowing-Plattform auf Solana, habe ich auch im Solana-Airdrop-Guide erwähnt. Wenn man dann hier einfach auf Launch-App geht und zur Bridge rüber navigiert, also einmal auf die Bridge klickt, dann hat man hier diese integrierte Bridge von Mayan und die arbeiten mit der Integration von Wormhole. Ist etwas teurer, allerdings aus meiner Sicht die beste Bridge bzw. die einfachste für Nutzer, die nicht so affin sind in DeFi. Hier sind auch beispielsweise nur die größten Netzwerke gelistet. Man muss die Token hinterher nicht claimen. Man zahlt ein bisschen mehr Fees als bei den anderen Bridges, also beispielsweise bei Portal Bridge, All Bridge oder Carrier. Allerdings ist das hier definitiv die einfachste, die man nutzen kann. Und man farmt zum einen eben für den Wormhole Airdrop, man farmt für den Mainswap Airdrop, als auch eventuell für Marginfy hier. Dadurch, dass das Ganze einfach nur eine Integration in deren Website ist, weiß nicht, ob das letztendlich einen Ausschlag gibt auf den Marginfy Airdrop. Aber das ist auf jeden Fall einer der Wege, die ich häufig nutze, um diese zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und wer es jetzt bis hierhin geschafft hat zu diesem Teil des Videos, ich habe nämlich noch einen kurzen Airdrop-Guide. Ich werde nochmal ein spezielles Video dazu machen, allerdings kurz bevor das Ganze vorbei ist. Und zwar spreche ich von Data Ownership Protocol, einer Privacy Application, die gebackt ist von Binance Labs, also vermutlich dickes Funding hat. Und hier gibt es jetzt gerade die Möglichkeit, bereits auf dem Testnet zu agieren mit ein paar einfachen Tasks und bekommt dann schon Token zum Mainnet-Launch von Data Ownership Protocol ausgeschüttet. Das hier ist beispielsweise die Homepage, jeder kann sich selber einlesen. Ich werde nochmal ein eigenes Video dazu machen. Allerdings besteht die Möglichkeit nur bis 2. Januar, dementsprechend wollt ihr das Ganze so zeitnah wie möglich machen. Und die Tasks hier sind im Grunde auch sehr, sehr simpel. Also ihr verbindet einmal euren Twitter-Account, ihr claimt ein paar Sepolia Ethereum, also das sind Testnet Ethereum, dann claimt ihr Testnet Token hier in DOP und vorher müsst ihr natürlich noch eine eigene Wallet erstellen. Also ich würde mal mit 10 bis maximal 20 Minuten Zeitaufwand rechnen, um all diese Tasks hier abzuarbeiten. Hier ist auch alles sehr einfach beschrieben. Ich werde das natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken und dann qualifiziert ihr euch auf jeden Fall für einen Tokenanteil, sobald das Ganze hier live geht. Wenn Fragen bestehen sollten zum einen der verschiedenen Schritte, lasst mich das gerne entweder unten in den Kommentaren wissen oder kommt einfach zu uns auf den Community Discord und dort können wir uns austauschen bzw. werden Fragen vermutlich am schnellsten beantwortet. Wenn euch das Übersichtsvideo hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr in Zukunft nichts über solche Projekte, Airdrop-Möglichkeiten oder DeFi-High-Risk-Projekte verpassen wollt, dann lasst dem Kanal gerne ein Abo da, denn ich bringe Videos auf täglicher Basis zu solchen Themen. Wenn es euch heute gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.